glaube, ich muss einfach mal ein bisschen wie ein Mann rangehen an die ganze Sache hier. Hä? Was denn? Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es bereits im Titel, und zwar spiele ich heute ein Psycho-Horrorspiel. Und für jede Situation, in der ich Angst habe, habe ich mir extra so eine Maske vorbereitet. Das Spiel hat nicht mal angefangen und ich pisse mir jetzt schon in die Hosen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll. Hä? Hä? Wo bin ich? Oh, oh, was ist das? Ah! Hä? Hm? Was ist? Ich sehe, da ist irgendwas auf dem Boden. Ein Tennisball? Okay. Das Spiel, ganz kurz für euch zur Erklärung, soll auch so eine ähnliche Simulation... Simulation sein. Was ist das? Das ist ein Lautsprecher. Das ist mein Pissrohr wahrscheinlich. Also jeder hat ja in seiner Wohnung so ein kleines Rohr an der Wand, wo man halt immer reinpisst. Klar. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau hier machen soll. Das Spiel wurde mir vorgeschlagen. Hab ich's aus Versehen auf Chinesisch eingestellt? Hallo. Good morning. Okay, ich glaube, das Spiel ist einfach auf Chinesisch, aber wir haben hier englische Übersetzungen. Stand in the center of the room. Okay. Ich stelle mich mal hier in die Mitte hin. You know the rules. Let's begin. Ich kenne keine Regeln. Task 4005. Grab the ball and throw it. Also ich soll den Ball nehmen und werfen. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen unwohl. Aber gut, gehen wir mal zu dem Ball hin. Ich drücke die Taste. Oh. Oh. Gedrückt. Okay, ich muss gedrückt halten. Was steht da? Put the ball in your sleeping block and return to the center. Okay, das ist mein Sleeping Block. Well done. Cookie. Ich krieg einen Keks. Was spiele ich hier? Use your new toy to answer the questions. Throw the ball to the left to say yes and throw the ball to the right to say no. Also ich soll wohl meinen Ball jetzt hier nehmen von meinem komischen Schlafdingsbums, wer auch immer da schlafen will. Und jetzt soll ich den Ball nach da werfen. Er lächelt. Do you feel your body? Naja, ich hab halt keinen Körper. Ich habe leicht Angst vor diesem Loch. So lässt sich das Spiel schon viel besser spielen. Nee, also ich soll jetzt wohl den Ball nehmen und soll den nach dort schmeißen. Do you feel your body? You no longer own your body? Ich dachte, jetzt kommt irgendein Erschrecken. Ich kann das nicht lesen, Digga. Sprich doch mal Deutsch. Also die nächste Frage ist, do you feel contained? Ich habe keine Ahnung, was contained bedeutet. Ich habe auch Angst vor diesem Loch da. Was ist, wenn ich den Ball da mal reinwerfe? Der Ball kommt einfach wieder raus? Ich habe extrem Angst vor diesem Loch, Freunde. Ich weiß nicht, was da passiert. Die Musik macht mich auch so ein bisschen kirre. Ich schmeiß den Ball jetzt mal nach links. Ich habe keine Ahnung, was ich hier beantworten soll. Ich habe keine Ahnung. Do you fear without a body? Also, fürchte ich mich ohne einen Körper? Bruder, scheiß mal auf den Körper, ich fürchte mich gerade so oder so. Do you exist without a body? Also, existiere ich ohne einen Körper? Ich würde mal sagen, ja. Oder? Also, ich schmeiß den Ball wieder nach dort. Ich weiß nicht, ob es hier richtig oder falsch gibt. You are this room? Warum bin ich ein Raum? Is your reality a simulation? Was weiß ich, Bruder? Ist das hier Abiturprüfung oder was? Ich schaue mich jetzt mal nochmal ein bisschen in diesem Raum hier um. Hier ist halt mein Bett. Da vorne ist das Loch. Ah!
Ich will nicht dieses scheiß Loch hier haben, aber gut, okay. Was war die Frage? Ah. Ja, okay, danke. Also wir nehmen jetzt einfach wieder den Ball und ich schmeiß den wieder nach rechts. Links. Oh, das ist oh, jetzt lacht er wieder! Your life is real! Ja, reality is simulated! You worth less than a... Was? Ich bin weniger wert als ein Keks? Warum spielt hier so eine Musik? Ich hab ein bisschen Schiss. Ich hab extrem Schiss. Da passiert gleich was. Ich schwöre euch. Warum spielt da so eine Musik? Ich hab meine Maske da vergessen. Ah! Meine Maske! Ah! Lass mich in Ruhe! Rimu Binhao 4007. 将您的背部放在左侧的墙上, 面向右... Leute! Ich hab Schiss! Ich will mich da nicht umdrehen! Jetzt kommen wieder alle hauptberuflichen Horror-Game-Spieler an und sagen so, oh ja, nee, ist ja voll nicht schlimm, Luca, das Spiel. Passiert ja gar nichts. Ah! 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 Oh! Place your back on the wall on the left, facing the wall on the right. Nein! Mach dich selbst, dann stell dich selbst dahin! Place your back on the wall on the left. Facing the wall on your right. Oh, jetzt guck ich ja voll das Loch an! Kommt jetzt einer raus oder was? Close your eyes. Close your eyes, ja. Oh, 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 ah. Was ist das? Was ist das? Hallo? Soll ich irgendwas drücken? Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen wie ein Mann rangehen an die ganze Sache hier, hä? Was denn? Ah! Walk in circles around the room three times turning towards your left. Will ich das machen? Nein. Werde ich das jetzt machen? Ja, ich laufe durch den Raum. Bam, 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 bam. Hier an meinem schönen Bettchen her. Da ist das Loch. Oh, okay, noch ist da nichts raus. Kann ich mit... Oh, ich kann auch schneller laufen. Ach, okay, ich kann Shift gedrückt laufen. Dann laufe ich ein bisschen schneller. Eine Runde bin ich schon gelaufen, Freunde. Ich habe trotzdem komplett Angst, mich jetzt wieder nach links zu drehen. Das ist so eine prädestinierte Aufgabe dafür, dass bei der letzten Runde gleich da irgendwas rausgeschossen kommt und mich frisst. Oh, oh ey, mein Körper. Ich schwitze am ganzen Körper an Stellen, an denen ich nicht mehr wusste, dass da Schweißdrüsen sind. Mein Gott, die letzte Runde jetzt. Du bleibst da drin, mein lieber Nachbar. Alles cool. Wir sind cool miteinander. Wir sind cool. Ich hab dir gerade ja schon zu Beginn meinen Ball rübergeschmissen. Konntest ein bisschen mitspielen. Cookie. Oh! Cookie. Puh. Puh, Leute, mein Herz rast schon wieder. Vielleicht kann ich mir für ein nächstes Horrorspielteil oder irgendwie so mal so ein Pulsgerät kaufen. So ein digitales. Dann kann ich euch das einblenden. Share your toy with your neighbor. Nein! Nein! Das sind alles prädestinierte Aufgaben dafür, dass ich gleich getötet werde von meinem Nachbarn. Hier, nimm! Stand in the center of the room. Rotate in place to the left 20 times. Ich soll mich der 20 Mal im Kreis drehen? Willst du mich komplett verarschen? Eins. Zwei. Zweimal. Dreimal. Viermal. Kann ich das nicht ganz schnell drehen einfach? Ich mach mal ein bisschen schneller. Warte, wo bin ich jetzt? Sieben. Oh! Der Typ ist schon ein bisschen schwummrig. Da ist mein Bett. Und da ist das Loch. Mit einem komischen Affenbild, meinem Tennisball und meinem Nachbarn, der nicht weiß, wer ich bin und mich anscheinend umbringen will. Cookie. Ich kann das gerade nicht mehr. Das ist eine ganz andere Art Horrorspiel
als das ich vor ein paar Tagen gespielt habe. Play ball with your neighbor. Verpiss dich, ich beende die Scheiße jetzt. Ich bin alleine hier, der Wind, also dieser scheiß Sabine-Sturm weht die ganze Zeit gegen meine Fenster. Ich habe einfach nur noch Angst. Mein Herz rast. Ich schwitze am ganzen Körper. Ich spiele hier gerade kein Spiel von wegen, oh, da kommen Zombies und schlachten einen ab. Das kann man sich ja alles geben. Aber das ist Psycho-Horror. Ich habe euch einen Link zu dem Spiel unten in die Beschreibung gepackt. Die Entwickler des Spiels selbst beschreiben das Spiel auch als Psychological Horror Experience. Wenn ihr wollt, dass ich mich in einem neuen Video in ein paar Tagen an der Stelle weiterspiele, dann schafft 90.000 Likes. Das werdet ihr eh nicht hinkriegen. hoffe ich.